Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativerse. Die Sonne geht auf und wir gehen runter in den Keller. Ich laufe hier auch immer falsch, ne? Ich muss ja hier rüber. In mein Löschle. Ich habe das hier mal auch einen Ticken verbreitert. Müssen wir alle Lampen machen. Wir haben noch kein Licht. Und die auch schon mal ein bisschen rumgeeiert, sodass wir jetzt hier. Ein paar brauche ich davon noch. Na, mal gucken, ob es reicht. Jetzt kopieren wir mal den. Und dass sie drüben ansetzt. Aber ja, gut. Erstmal Intro und dann geht's los. So. Sieht knapp aus. Hey, dahin. So, dann haben wir nämlich das hier auch durch. Und ihr seht mal, hier habe ich das mal so gemacht. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, sodass man hier quasi durchgucken könnte. Den Gegenpart zu hier. Ich weiß noch nicht, ob ich das auch vielleicht runterziehe, weil wir buddeln ja hier auch ein bisschen tiefer. Muss generell sowieso ein bisschen größer gesprengt werden, alles. Wollen wir das mal machen? Wollen wir ein bisschen Booms machen? Haben wir jetzt noch genug dafür? Und ich hat Boom gemacht. Dann hüpfen wir hier rüber. Nee. Kommt ihr denn alle her? Ich vermute mal, der geht zu weit, oder? Nee, hier endet er. Nee, doch nicht, überhaupt nicht. Uiuiui. Komm her. Das sollte eigentlich passen. Plupp, da haben wir wieder ein Loch gesprengt. Das Ganze müssen wir jetzt hier natürlich auch noch irgendwie hinkriegen. Am besten natürlich einen Ticken höher. Ein bisschen weiter rüber. Ui, ui. Nein! Nein! Verdammt, der Mist. Nein! Egal, so. Jetzt haben wir hier immerhin schon mal ein kleines Loch. Ich denke, das sieht nach einer vernünftigen Größe aus. So, ich wollte eigentlich mit Absicht nicht so weit springen. Damit ich hier bauen kann. Immer so. Von der Decke mal ganz zu schweigen, die da noch fehlt am Ende. Ich wollte sagen, warum wächst denn das da so blöd, aber. Nee, das war nicht blöd gewachsen. So, die hier. Kopieren. 1, 2, 3. Das sieht gut aus. Das sollte passen von der Länge.
Jetzt hier mal so rüber gehen. Das hier mal ein bisschen weggruppen alles. Oh. Wo sind wir denn bitte hier rausgekommen? Wir waren schon mal hier. Ich vermute... Ja, hier bei meinen Höhlen. Ich habe extra mal so einen Weg gebastelt. Ziehe jetzt einfach mal hier so raus, damit ich ein bisschen was sehe, wo wir hier sind oder eben nicht. Also eine ganze Ecke raus hier. Na, fast am Ende. Hier so eine grobe Vorstellung mal haben. Fällt ihm gerade nicht, was ich hier mache. Merkt, er ist am Ruckeln und am Zuckeln. So. Und die Ecke noch. Ups. Sehr gut. Dann sagt hier, wie ich wieder die Rohre reinsetzen. Und hier kommt versetzt. Braucht man im Grunde nicht wegreißen. Nee. Nein. Nee, so war doch richtig. Ich dachte, der ist so komisch umgesprungen. Sehr schön. Kommt hier wieder nur die Ecke rein. Und es steht. Sehr gut. Jetzt brauchen wir hier nur noch die Rohre. Die müssen ja natürlich auch wieder versetzt nach hinten sein. Wir können es uns ja nicht so leicht machen hier. Ups. Zack. Material kriegen wir hier auf jeden Fall genug raus. Alleine für das ganze Schwarz. Die Rohre.
Euro habe ich doch dabei noch. Ne? Ruhe, guck mal, hier ein 100er Stick. Zur Seite. Gehen wir erstmal hier nur auf die Höhe. Ich weiß nämlich auch noch nicht, wie tief ich das wirklich mache, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt noch eine gute Frage. So, Treppe, 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 Treppe. Sind die natürlich auch schon wieder zur Neige, aber wir können Hauptsache mal hier das hier schon mal setzen. Drei, so. Damit das so aussieht wieder. Perfekt. Was wollen wir mehr? Ja, hier, das, habe ich im Endeffekt einfach so drehen müssen. Es sind leider keine zwei Steinkanten da und so einfach hier so als Absperrung. Das heißt, das gleiche kommt dann da drüben auch hin, wo ich noch nicht weiß, wie weit wir gehen müssen. Das müssen wir halt jetzt da drüben mal austesten. Das heißt, ruhig, wir nehmen hier was raus. Ist es denn die richtige Seite? Das muss ja hier einfach alles weg. Ja, dich machen wir zu. So. Zack. So eins, zwei, drei. Richtig? Nö, falsch. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Würde genau aufgehen. Rein theoretisch. Jetzt nehme ich einfach nur bis rüberlatschen. Hier ruhig auch mal ein bisschen Material reinhauen. Gucken, hier kommen wir. Unser Raum, unser großer Raum hier vor allen Dingen. Ui, ui, ui.
Ich lasse die Wand mal speziell noch ein bisschen frei schweben. Noch da draußen, weil wir müssen da dran hochkraxeln etc. Ich will jetzt hier ungern noch eine Bombe raushauen, hier für die halbe Decke. Mal jetzt hier mal auf altmodisch. Die Kohle können wir gebrauchen. Ja, viel Platz haben wir auch nicht mehr in der Tasche, davon abgesehen. Die Decke wird später dann wieder nochmal ein Spaß. Hier haben wir echt tief gesprengt, oh mein Gott. So. Ich würde sagen, erstmal hier so alles runter. Ich überlege, ob ich hier aber auch noch Unterbrechungen reinziehe. Der Wenn auf dieser Ebene. So. Ist ja fortlaufend. Kurz konzentrieren. So, einfach um die Ebene abzuschotten. Darunter dann wieder und dann wieder quasi immer so weiter. Doch nett. Und vor allen Dingen, ich habe einen Ansatz, hier um hier lang zu laufen. Und nicht sowas passieren.
Komm. Läuft. Oh, hier ein riesen Unterfang schon wieder. Aber es sieht gut aus. Finde ich. So, jetzt wäre Rohr, Rohr, kein Rohr, kein Rohr, kein Rohr. Ja, würde ja mit dem hier übereinstimmen, wenn ich hier das Rohr reinsetze und hier nicht. So machen wir das hier auch schön zu. Und haben den Ansatz. Sehr gut. Müssen Sie die Ecken so hin, so fertig. Wer zuerst? Guck mal zuerst. Ich würde sagen, wir machen das, ziehen das hier erstmal komplett durch. Die eine Wand Form. Ja, wir können eh bald ins neue Material beschaffen gehen. Das ist halt immer eine schöne Sache mit dem Schwarz, um ehrlich zu sein. Oder was sagt ihr? Schwarz, die der universale Baustoff hier. Erst das hier. Okay, zumindest mal dicht machen. Jetzt ist die Rückwand. Und ich sehe gerade schon, wir sind ordentlich über die Zeit. Ungelogen, das ist für mich ist immer dieser Tag-Nacht-Wechsel so das ultimative Zeichen für. Es wird Zeit, die Folge zu beenden. Hier unten haben wir das halt nicht. Deshalb kann es sein, dass ich gut mal überziehe. Aber wir machen jetzt einen kleinen Break. Ihr seht, wir sind ordentlich vorangekommen hier. Ich hoffe, euch gefällt es bis dato.
Warum, wieso, weshalb wir das hier machen, wisst ihr ja noch nicht, weiß ich noch nicht genau. Um ehrlich zu sein, ich habe eine grobe Vorstellung davon. Aber es kann nur gut werden. Deswegen seid gespannt und bis zum nächsten Mal.